So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Mafia 3, zu einem nächsten Part und schaut mal her, wir fahren erstmal hierhin. Unsere Grasladung abholen und danach erledigen wir von Burg den Auftrag. So, muss ich einmal ganz kurz hier anvisieren. So, kurze Ente und dann können wir direkt auch losstarten, denn es gibt gleich hier Kohle endlich. Mach's dir bequem, Staff Sergeant. Oh, mein Rücken killt mich gerade. So, an wen soll man verkaufen? Nachfrage ist verdammt wenig zur Zeit hier. Verbesserung können wir auch jetzt hier machen. Beleuchtung. Wasser. Auch nicht. Klima. Auch nicht. Dünger. Ah, benötigt Level 3, okay. Das Labor. Okay. Schneller als wir es ernten können. Komm rüber, wir besprechen, wie es weitergeht. Wir sind jetzt ein wachsendes Unternehmen. Verstehst du? Wachsend. Ja, ganz toll. Was hast du für mich? Eine Neuzüchtung von Indica. Verdammt guter Stoff. Ah, ein paar Typen drüben im Hollow haben davon erzählt. Sie meinen, es wäre richtig schönes Weed zum Abhängen. Der Mann kennt sich aus. Na klar. Ich guck mal, ob ich was für dich auftreiben kann. Wenn du etwas von diesem Indica anpflanzt, bis jetzt haben wir nur diesen niedlichen Setzling. Aber gib ihm etwas Zeit. Okay, Digga. Sammle Indica. Na gut, dann müssen wir halt das auch erledigen. Sieht selbst Aufträge über Aufträge, Nebenmissionen ohne Ende. Aber, wieso denn nicht, ne? Oder Freunde, was sagt ihr dazu?
So, ob das eine Abkürzung ist, Freunde. Schauen wir mal. Ah, war nicht schon abgezogen sogar. Als hätte ich gesoffen. So, dann wollen wir mal hier rein, ne? Knacken wir die scheiß Bude hier. Wie, das war's? Hier ist sogar das Tor auf. Ah, die Karre ist Schrott. Boah, ist das denn cool? Ich brauche ein neues Auto. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Ich nenne ihn mal Ferrari. Einmal Auto, wie bestellt. Das ist eine große Hilfe. Jetzt können wir wieder hier am Arsch der Welt fahren. Alter! Dorthin extra. Tja, Freunde, was mir fehlt, ist die Schnellreise im Spiel. Also es ist jetzt wirklich ein bisschen unnötig zwei, ja, wie soll ich sagen. Ups. Weißt du, wenn man Heckantrieb hat. Schon ein bisschen falsch gefahren. Na gut, dann wollen wir mal. Ich konnte nicht mal ausweichen irgendwie. Aber die Karre läuft noch. Die läuft noch. Thank you.
Alter! Junge, Junge, was für ein fetter Unfall. Bitte schicken Sie ein paar Männer hier runter. Es gab einen Anruf wegen einer Fahrerflucht im Hollow. Wenn sich jemand die Mühe machen will, kann er da vorbeischauen. Junge, die Karre ist aber auch gut schnell. Und ich hab natürlich die Fahrt verpasst. Kiste geht wirklich gut ab, ohne Witz. Ich glaube, ich sollte mir auf den Ferrari zulegen, lol. Ich bin am Hafen. Setz unsere Jungs auf diese Arschlöcher an. Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Er macht uns fertig. Das wär's, Freunde. Jo, Digga. Zum nächsten Mal. Wo ist denn jetzt mein Auto hin? Ach, hier habe ich den gepackt. Das ist tatsächlich der einzigste. Tja, ihr wächst dein Weed und ich klau dir dein. So, nur noch zum einen und dann sind wir auch schon durch. Thank you.
Ich bin in Tick vor. Bin so ziemlich mit allem knapp. Mist, im Moment habe ich so viel um die Ohren. Tut mir sehr leid. Ah, scheiße, kommt der nicht. Nein. Wie ist das Wit? Nein, ich will hin, Freunde, was ist da los? So. Schwing deinen Arsch hier raus. Ich schwing ja schon. Mega sind hier nicht willkommen. Wer hat es gesagt? Verdammt, hast du was gesehen? Ich rufe die Polizei. Die Donutfresser-Patrouille im Bayou muss verschwinden. Alles klar. Das hier ist Sperrgebiet, Arschloch. Ich habe quasi Bedarf an allem. Kannst du mir helfen? Bin im Bayou. Komme schon. Nur einen Augenblick. Da ist er ja. Brauchst du hier denn was? Ja, ich brauche irgendwas. Dann bräuchten wir noch ja genau das. Voll. Der abgeschlossen. Bin hier weg. So, eigentlich wollte ich gar nicht schießen, aber... Schafft ihn mir vom Hals! Und so stirbst du! Mein Hund wird dein Kadaver lieben! Da ist er! Alle Mann in Deckung! Nicht so.
Wir sehen dich auch. So, ich nehme nur Stoff und dann bin ich auch weg hier. Ich bin im Bayou und brauche was zum Fahren. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß das zu schätzen. Danke, Digga. Ups! Da habe ich falsch Knopf gedrückt und ich würde sagen, da habe ich auch geschlafen. Ich bin ja voll die Ausfahrt verpasst. Aber Hauptsache, die Musik läuft noch. Oh, die Tür ist weg, cool. So, wir haben unseren Stoff jetzt. Sieh dich um. Unsere. Ja, das ist ein winziges Plätzchen. Aber es wächst. Vielleicht sollten wir das hier alles kompostieren und Tomaten anbauen. Jeder mag Tomaten, oder? So, Freunde, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, für dieses Part hier. Und bis zum nächsten Mal.